Morgenstunden durchgegangen. Cheyenne Loch, Ramona Hofmeister und Melanie Huchreiter haben es gepackt. Beste deutsche Alpinboarderin in der Qualifikation, Ramona Hofmeister. 160 Kilometer südöstlich von Sofia in den Zentralhotopen. Da befinden wir uns hier im Pomporowo-Premiere der Alpinboarder. Edwin Kurati sehen wir dann gleich bei den Männern. Ladies first bei den Alpinboarderinnen und Alpinboardern. Das heißt, die Mädels gleich mit dem Achtelfinale und mit der besten deutschen Alpinboarderin aktuell. Hier sehen wir sie, Ramona Hofmeister gegen die junge Österreicherin Weiß. Ramona Hofmeister, 4 Siege zuletzt in 5 Rennen. Heute soll der 5. dazukommen. Es ist die, man kann es einfach so sagen, es ist die beste Saison ihres Lebens. Schade, dass keine Weltmeisterschaften oder Olympischen Spiele in diesem Jahr sind, weil Ramona Hofmeister wäre ready, wäre bereit für die nächste Medaille, hat ja schon Olympia- und WM-Medaillen geholt. Los geht's mit dem Achtelfinale bei den Frauen. Tsubaki Miki links in den blauen Toren gegen Ladina Jenny rechts im roten Kurs. Relativ wichtig, schauen Sie mal links, die Nummer 4 bei der Japanerin und rechts die Nummer 13 bedeutet, das war das Resultat der Qualifikation. Das heißt, die Qualifikationsschnellere darf den Kurs wählen. Das ist wichtig an der Stelle, sie hier im Bild, die Japanerin Miki wählt die blauen Tore, weil die sich im Laufe der Quali als die Schnelleren herauskristallisiert haben. Guter Start von beiden. Tsubaki Miki, eine der wenigen, die in dieser Saison schon Ramona Hofmeister geschlagen haben. Vor einer Woche war es in der Schweiz, hier bei ihrem Heimweltcup. Tsubaki Miki jetzt mit der Führung und wir sehen es. Fühlt sich wohl in der Qualifikation und auch im Achtelfinale auf den blauen Toren. Im Viertelfinale die Japanerin. Ebenfalls. Ganz, ganz starke Form von Tsubaki Miki. Im Achtelfinale hat sie um 400stel von der Woche in Skull angesprochen. Ramona Hofmeister rausgeschubst. Ladina Jenny hier weitestgehend chancenlos von Beginn weg. Wer sich fragt, wieso ist da der blaue Kurs schneller als der rote? Es ist so, dass sich die Läufe von Fahrt zu Fahrt verändern und auch in der Qualifikation. Auch wenn alle versuchen, die Veranstalter versuchen, hier die Läufe gleich fair, gleich schnell zu stecken. Am Ende ist einer ein Ticken schneller und um eine Zehntel etwa der blaue Kurs schneller und deswegen Vorteil. Wer in der Quali schnell ist, darf den blauen Kurs wählen, genauso wie Cheyenne Loch. Sie war 5. in der Qualifikation und wählt natürlich die blauen Tore gegen Sabine Schöffmann. Und das könnte ein großer Vorteil jetzt sein für Cheyenne Loch, die eine krumme, eine durchwachsene Saison fährt. Sabine Schöffmann dagegen war schon auf dem Podest, zuletzt vor ein paar Tagen in Bad Gastein, die starke Österreicherin in den roten Toren. Ganz dickes Brett jetzt für Cheyenne Loch, boah, die da gerade durchschlingert, oben im Steilhang. Blaue Tore, die Schlierseherin Cheyenne Loch, nahezu gleich auf mit Schöffmann. Jetzt geht's rein ins Flachstück. Speed mitnehmen aus dem Steilhang. Sicht ist so lala beim Schneefall. Oh, das wird ganz eng hinten raus. Wer zieht ein ins Viertelfinale? Loch oder Schöffmann? Oh, stellt er noch kurz quer. Was war das denn? Kurz vorm Zielstrich. Mit dem Speedcheck. Cheyenne Loch. Herber Patzer. Sah so aus, als könnte sie da auf den letzten Metern noch vorbeiziehen an Sabine Schöffmann. Sie war zu sehr nach vorne gelehnt, Vorderlage, zu nah an die Brettspitze ran und dann hebt das Brett ab, die Kante greift nicht mehr vollends und sie schmiert weg über die Nose, über die Brettspitze. Schade. Nächster kleiner Patzer von Cheyenne Loch. Die krumme Saison geht weiter. Julie Zock, die beste Slalomfahrerin heute, ja, parallel Slalom. Gegen Gloria Kotnik und sie hier im Bild, die Schweizerin in den blauen Toren. 5-mal in Folge hat sie den Parallelslalom in den letzten Jahren gewonnen.
Also, oh! Und dann gleich der Schnitzer hier oben im Steilhang. Müssen wir aufpassen auf das dritte Tor hier. Das ist knifflig, auch ihre Gegnerin mit Problemen. Und auch Cheyenne Loch zuvor. Wilder Ritt hier oben, vogelwild von beiden. Gloria Kotnik hat schon aufgegeben, am Tor vorbeigefahren. Und Julie Zock muss das nur noch im dritten Gang runterreiten irgendwie. Fehlerfestival gleich oben im Steilhang. Und wir sehen es, die vielen Helfer, die vielen Fleißigen hier in Bulgarien versuchen sofort, den gefallenen Schnee rauszurutschen. Auch wenn Edwin Koratti vorhin gesagt hat, ja, die Piste ist gut. Sie ist auch gut. Die Piste ist hart, sie bricht nicht, aber der Schneefall hilft halt nicht. Verleiht dem Ganzen dann gleich eine weichere Spur. Denn hier der Fehler von Gloria Kotnik. Zu spät dran beim Umkanten, dann rutscht sie weg. Und auch sie nicht fehlerfrei durchgekommen, Julie Zock. So, jetzt gleich geht's weiter mit Esther Ledecka, der Hybrid-Alpinistin, links Doppel-Olympiasiegerin. Und wenn sie da ist, kaum zu schlagen. Die Tschechin gegen ein völlig unbeschriebenes Blatt im Weltcup. Laila Bertschi, ganz junge Schweizerin. Sie hat die Fähigkeit, den Schritt nach vorne zu machen, wenn der Druck groß ist. Wenn sie liefern muss, ist sie da. Ganz besondere Qualität von Esther Ledecka, der 28-Jährigen aus Prag. So, und so nimmt man den Steilhang da oben. Kurz quer rutschen, die andere rutscht weg. Und Esther Ledecka steht das. Kraftpaket, motorisch geschickt. Esther Ledecka spielt einmal mehr ihre Klasse aus. Ist vom alpinen Skiweltcup rüber gewechselt. Macht sie ab und zu ganz gerne, um im Rhythmus zu bleiben, auch bei den Snowboardern. Heute ist sie aus dem Nichts aufgetaucht. Plötzlich war sie da. Ein Raunen geht durchs Fahrerfeld und vor allem durchs Fahrerinnenfeld, weil sie wissen, okay, heute ist die Ledecka da. Das wird ganz, ganz schwer, hier den Sieg zu holen. Und hier das Viertelfinale für Esther Ledecka gegen die junge Schweizerin. Sicht ist schlecht. Piste mit Schnee bedeckt. Jeder, der selber mal Ski und Snowboard gefahren ist, weiß, wie das ist. So frischer Neuschnee auf der Piste. Sieht man nicht mehr so genau die Rillen, die Furchen, die sich da gebildet haben. Und es wird natürlich weicher. Denn jetzt schneit's, dass die Vögel zu Fuß gehen müssen. Melanie Hochreiter darf nicht den blauen Kurs wählen, sondern muss in die roten Tore. Nur 15. in der Qualifikation. Sie haben es gesehen, rechts unten in der Grafik eingeblendet. Und Melanie Hochreiter hat sich gesteigert im Slalom, ist besser geworden, hat da viel trainiert. Vielleicht kann sie es jetzt ausspielen. Hier im Bild, oh, vom WSV Bischofswiesen, aber sie setzt ab. Lucia Dalmasso fährt die stärkste Saison ihrer Karriere aus diesem unfassbar guten italienischen Alpin-Team. Die sind ja bereit für die Olympischen Spiele. Erst in 2 Jahren ist es dann soweit in Cortina und Mailand. Aber Lucia Dalmasso, nur eine von ganz vielen starken italienischen Alpin-Borderinnen. Melanie Hochreiter einmal mehr im Achtelfinale raus. Zuletzt vielversprechend, zweimal im Viertelfinale, Melanie Hochreiter. Aber heute soll es nicht sein. Morgen hat sie noch eine Chance, morgen der zweite Weltcup hier. Fahren ja zweimal den Parallelslalom in Pamporovo, Bulgarien. Was ist da passiert bei der Melli? Zu spät umgekantet, dann nicht mehr fertig geworden und weggerutscht. Ja, links die Italienerin, rechts Hochreiter. Gehen mit der nötigen Lockerheit dran, die Italiener. Und können sich natürlich pushen in diesem starken Team. Auch Yasmin Koratti profitiert von dieser hohen Trainingsqualität, die die Italiener in ihrer Mannschaft haben. Gegen Susanna Maderova, der Tschechin, im roten Kurs.
jetzt weit weg vom Tor, Jasmin Koraty. Clever gefahren da oben im Steilhang, nimmt die runde Linie, nicht zu aggressiv, zu nah drauf aufs blaue Tor. Jasmin Koraty, jetzt nimmt sie den Schwung mit, aber auch Maderova macht echt einen guten Job in den roten Toren. Noch gefühlt einen Ticken vorne, wenn die Perspektive nicht täuscht. Koraty oder Maderova. Gut gefahren von der Tschechin. Oh, und sie schafft's. Kegelt Koraty raus. Die war zuletzt zweimal auf dem Podest in Bad Gastein und in Skull. Jetzt Maderova eine Runde weiter. So fährt man den roten Kurs. Kontrolliert oben im Steilhang. Ebenfalls mit einer runden Linie, aber wir kennen es gut, immer sehr weit weg von den Toren, riskiert da gar nichts. Zu wenig couragiert Jasmin Koraty und Maderova nutzt das. Michelle Dekker, auch die Holländerin ist dabei bei den Alpinboardern und zwar richtig. Vierte bei Olympia zuletzt, vierte geworden, also die kann ganz vorne reinfahren, die Holländerin. Michelle Dekker gegen Claudia Regler, die schon ganz viel gewonnen hat. Es ist ihr 383. Weltcup heute im zarten Alter, Alpinboard-Alter von 50 Jahren. Claudia Regler fährt den Jungen immer noch um die Ohren. Roter Kurs, die Österreicherin Regler in Blau, Michelle Dekker. Oh, Probleme jetzt bei Claudia Regler. Es ist noch nichts vorbei. Kurz Fakie fahren. Aber es ist dummerweise hier im Flachstück passiert. Schwer, da wieder genug Speed aufzunehmen. Dazu ist der ganze Kurs einfach zu kurz, als dass man da nochmal rankommt. Oben im Steilhang, wenn man wegrutscht, kein Problem. Kann man sofort wieder Speed aufnehmen, aber im Flachstück, das ist Physik, keine Chance mehr, da noch aufzuholen. Claudia Regler, die ebenfalls wieder eine ganz, ganz starke Saison fährt. Raus im Achtelfinale. Und Michelle Dekker könnte auf Ramona Hofmeister treffen, die wir jetzt im letzten Achtelfinale sehen, gegen die junge Österreicherin Miriam Weiß. Links im Trikot der Disziplin-Weltcup-Führenden. Kann nicht zwei Trikots übereinander ziehen, weil im Gesamtweltcup aus Parallelslalom und Parallel-Riesenslalom führt Ramona Hofmeister ebenfalls. Ja, und Miriam Weiß muss sich konzentrieren. Sie weiß, sie hat die aktuell beste Alpinboarderin neben sich. Das wird jetzt ganz, ganz schwer für die junge Österreicherin. Und Ramona Hofmeister mit dem kleinen Vorteil, blauer Kurs, war schneller in der Qualifikation, darf die blauen Tore wählen. Ramona Hofmeister kommt super durch den Steilhang. Viel näher dran als zuletzt die Italienerin Koraty zum Beispiel. Viel näher dran an den blauen Toren. Aggressive Linie von Hofmeister und Miriam Weiß sieht das natürlich im Augenwinkel. Sieht, dass die Oberbayerin jetzt schon eine halbe Brettlänge, eine Brettlänge vorne ist. Und hier kann sie es schon austrudeln lassen. Stabile Ansage im Achtelfinale von Ramona Hofmeister. Eine Runde weiter sehen wir gleich wieder im Viertelfinale. Cheyenne Loch und Melanie Hochreiter leider gerade ausgeschieden im Achtelfinale. Und von 8 Achtelfinals sind nur 2 auf dem roten Kurs aufgestiegen. Also ist dann doch so. Der blaue Kurs ist der bessere. Und auch Ramona Hofmeister kann das nutzen. Im letzten Viertelfinale. Die beste im Parallelslalom und im Gesamtweltcup. Ramona Hofmeister. Mit einer ganz, ganz starken Saison. Zuerst aber Tsubaki Miki, die Ramona Hofmeister dieses Jahr schon schlagen konnte. Im Skull war es im Achtelfinale.
400. hat sie Ramona Hofmeister rausgekegelt. Das könnte heute eine Revanche geben. Vielleicht im großen Finale, warten wir es mal ab. Wir wollen es nicht jinxen, das Ganze. Aber Tsubaki Miki hier im Bild, die ist gefährlich. Guter Start von beiden, Sabine Schöffmann und Miki, völlig offenes Rennen. Beide sehr kontrolliert hier oben im Steilhang. Nah an den Toren dran. Guter Rhythmus. Oh, da rattert es unterm Brett von Schöffmann im roten Kurs. Muss da immer wieder korrigieren, nachbessern. Sabine Schöffmann und Tsubaki Miki pusht jetzt nochmal hinten raus. Das war der Turbo, den sie da nochmal zündet. Kurz vorm Ziel, 200. Das ist nichts. Bitter für Schöffmann und große Freude bei Tsubaki Miki Halbfinale für die Japanerin. Hier neben dem Tor muss die Brettspitze schon aufs nächste Tor zeigen. Wenn sie nach unten in der Falllinie zeigt, jetzt hier, dann ist es schlecht, weil dann ist man zu spät dran und kann nicht mehr rechtzeitig umkanten. Und auch hier wieder der Fingernagel, der die Japanerin rettet. Muss man auf Zack sein, gerade hinten raus, Arm nach vorne recken und nicht nach unten, sondern wirklich nach vorne durchstrecken. So, Julie Zock gegen Esther Ledecka, die zieht es runter auf den blauen Kurs und Julie Zock muss jetzt rüber, von blau auf rot, muss sich umstellen. Das wird ganz, ganz knifflig für die beste Parallelslalomfahrerin der letzten Jahre. Julie Zock im roten Kurs gegen Esther Ledecka. Ganz spannendes Duell. Oh, bleibt da schon am Tor hängen, Julie Zock. Esther Ledecka jetzt gefühlt schon einen Ticken vorne. Das ist schwer, wenn man da plötzlich vom gewohnten blauen Kurs rüber muss auf rot. Und Esther Ledecka setzt sich ab. Meter für Meter. Julie Zock. Keine Chance am Ende. Knappe Sekunde. Zu langsam und Esther Ledecka im Halbfinale. Wir erinnern uns, Olympia Gold in Pyeongchang im Super-G hat da Lindsay Vonn und Co. abgekocht. Und ein paar Tage später Olympia Gold. Dann auf dem Snowboard von Esther Ledecka hat Wintersportgeschichte geschrieben. Julie Zock hat das ebenfalls. Beste Parallelslalomfahrerin, also diese Disziplin hier, in den vergangenen 5 Jahren. Aber gegen Ledecka hat sie wie so viele im Weltcupfeld, eigentlich wie alle, keine Chance hier im Viertelfinale. Drittes Viertelfinale. Susanna Maderova, die die starke Italienerin Coratti im Achtelfinale rausgeworfen hat, gegen Lucia Dalmasso. Teamkollegin will sich da natürlich jetzt revanchieren für die junge Jasmin Coratti. Dalmasso, zweite in der Quali. Sie haben es gesehen in der Grafik im blauen Kurs. Aber Maderova hat im Achtelfinale schon gezeigt, das passt für sie. Auf Rot fühlt sie sich wohl. Alles offen. Schleicht da um die Tore drum, die Tschechin, aber ist schnell. Ganz nah dran, kontrollierte Fahrweise hier. Muss jetzt Dalmasso Speed machen. Aus den Beinen raus nochmal pushen, die Torsionssteifigkeit des Brettes nutzen. Vergebens. Maderova. Fühlt es heute. Halbfinale für die Tschechin. Wer hätte das gedacht? Die nächste starke Italienerin rausgeschubst. Schaut natürlich auf zu Esther Ledecka, aber mehr dazu später. Jetzt Daumen drücken für Ramona Hofmeister im Viertelfinale. Keine einfachen Bedingungen heute.
und die Gegnerin Michelle Decker, eine, der jederzeit ein ganz, ganz starker Run auskommen kann. Aber auch Decker muss rüber von Blau auf Rot. Nachteil für die Holländerin jetzt gegen Hofmeister. Nah am Tor dran, Ramona Hofmeister riskiert. Ähnlich wie Ledecka macht sie den Schritt nach vorne. Und wenn der Druck am größten ist, Ramona Hofmeister, auch sie hat diese Qualität, unter Druck zu wachsen. Auch im Viertelfinale, Michelle Decker mit dem Fehler rutscht er schon mal weg. Die Top 4 einmal mehr für Ramona Hofmeister zum 5. Mal in dieser Saison. Muss kurz nachdenken, ihre Teamkolleginnen schütteln da bewundernd den Kopf, können gar nicht glauben, was Ramona Hofmeister hier seit Saisonbeginn zeigt. Aber sie ist verletzungsfrei durch die Vorbereitung gekommen, hatte keine Rückenbeschwerden wie vergangene Saison. Da ging es eigentlich erst richtig los nach Silvester bei Ramona Hofmeister. Dieses Jahr war es anders. Sie ist topfit in die Saison gestartet und umso mehr kann sie ihre tolle Form ausspielen. Halbfinale. Bruder von Issa Ledecka ist Comic-Designer und der designt ja auch die Rennanzüge. Deswegen mal darauf achten, was Issa Ledecka hier für eine Kombi trägt. Ich glaube, Iron Woman ist es. Das ist die Japanerin, die sich dann nochmal stretcht oben im Start. Typisch Tsubaki Miki. Damit sie wirklich locker am Brett steht. Und links die Superheldin. Auch auf dem Snowboard. Nicht nur auf zwei Brettern, sondern auch vor allem auf dem Snowboard. Wenn sie da ist, ist sie kaum zu schlagen. Und sie kommt auch nur dann, wenn sie weiß, ich bin in einer Form, wo ich kaum zu schlagen bin. Halbscharig fährt die nicht runter. Die will gewinnen. Esther Ledecka in den blauen Toren. Tsubaki Miki. Jetzt erstmals im roten Kurs. Wie kommt die Japanerin mit der Umstellung klar? Ja, führt mal leicht gegen Esther Ledecka. Na, Ledecka wieder aufgeholt. 200stel die Japanerin jetzt zurück. Bleibt da kurz hängen. Ledecka wie auf Schienen. Und hier spielt sie ihre Kraft aus. Pusht aus den Knien raus, ganz nah an den Toren dran. Boah, keine Chance. Was man da mit purer Oberschenkelkraft noch machen kann auf den letzten Toren, zeigt Esther Ledecka. Kleines Finale für die Japanerin und sie fährt um den Sieg. Die Umstellung aber gut hingekriegt, die Japanerin. Eigentlich bis zum Schluss dran gewesen, aber auf den letzten Metern spielt sie ihre Kraft aus, ihre Power, fährt ja nur die Speed-Disziplinen im alpinen Weltcup. Da ist der japanische Betreuer. Der weiß, hat knapp nicht gereicht. Aber hier links, Esther Ledecka fährt Super G und Abfahrt. Die hat wirklich Schmalz in den Oberschenkeln. Und das kann sie hier brauchen. Auf den letzten Toren. Um nochmal dynamisch zu pushen und Speed zu machen. Ramona Hofmeister vom Achtelfinale weg auf Blau. Gegen Susanna Maderova. Auf Rot vom Achtelfinale weg. Die einzige oder eine der wenigen, die heute auf Rot wirklich geliefert haben. Ganz spannendes Duell jetzt. Halbfinale, Hofmeister gegen Maderova. Wer zieht ins große Finale ein? Guter Start von beiden. Boah, Probleme bei Maderova. Halten die Nerven weit weg, jetzt spät dran am roten Kurs. Hofmeister müsste einen Ticken vorne sein. Sehen wir bei der ersten Zwischenzeit. So sieht's aus. Halbe Sekunde vorne. Ramona Hofmeister auf dem Weg ins große Finale. Maderova stürzt es raus. Esther Ledecka gegen Hofmeister. Wenn hier nichts mehr schief geht bei der Kaffeefahrt. Passt. Das Traumfinale für alle Alpinboarder. Die beiden Besten der vergangenen Jahre. Ledecka gegen Hofmeister um den Sieg von Pampurovo. Ist nicht einfach,
wenn man weiß, da steht eine Hofmeister neben einem, auch wenn man bislang gut gefahren ist auf den roten Toren. Hier ist sie hängen geblieben. Flüchtigkeitsfehler, verliert kurz die Balance, kann das nicht mehr korrigieren. Und Ramona Hofmeister, das wird jetzt spannend im großen Finale, denn Hofmeister muss erstmals rüber auf den roten Kurs. Ledezka war schneller in der Qualifikation. Hofmeister, dritte Grüße gehen nach Alpinowarderin. Mit 11 Jahren hat die angefangen, in der Weltklasse mitzufahren. Inzwischen ist sie 20, Tsubaki Miki. Gold geholt im Parallel-Riesenslalom. Also in der anderen Disziplin beim Alpinboarden. Das hier der Parallelslalom. Gut zu vergleichen mit dem alpinen Skirennlauf. Slalom, die Stangen eng aneinander gesetzt. Riesenslalom, die Tore weit auseinander. Längere Ski fährt man da, hier längere Bretter. Heute ist es der Parallelslalom. Die kurzen, giftigen Boards, um schnell umkanten zu können. Die Fackelträgerin von Tokio. In Shizuka hat sie die Fackel durchgetragen. Tsubaki Miki. 16 war sie da erst. Und Susanna Maderova hat uns beeindruckt heute, weil sie gezeigt hat, im roten Kurs kann man aufsteigen. Jetzt wird nicht mehr aufgestiegen, jetzt geht es um Platz 3 vom Pampurovo. Beide kommen da gut weg. Ruhige Fahrweise, Arme schlenkern kaum, Oberkörper bleibt ruhig, das Ganze dynamisch aus den Knien gesteuert, Kopf an Kopf rennen. Schönes Duell jetzt zwischen der Japanerin im blauen Kurs und Maderova auf Rot. Wer ist vorne am Ende? Miki macht's, 15 Hundertstel. Nächstes Podest für die Japanerin nach Platz 3 in School und Carezza. Jetzt mal im Parallelslalom auf dem Podest. Nicht nur im Parallelriesenslalom läuft's bei Miki, sondern auch im Slalom. Aber auch Susanna Maderova. Mit der kleinen Überraschung heute, dass die hier um Platz 3 fährt. Haben weniger damit gerechnet. Viele haben die starken Italienerinnen vorne gesehen. Und Maderova hat da gleich 2 rausgekegelt, um dann noch um Platz 3 zu fahren. Miki am Ende eine Brettspitze vorne. Ramona Hofmeister hätte vor einem knappen Jahr in Berchtesgaden am Götzschen an ihrem Hausberg den 4. Gesamtweltcupsieg in Folge holen können. Und plötzlich war sie da, Ester Ledezka. Genauso wie heute. Plötzlich taucht sie auf in Topform und hat Ramona Hofmeister im entscheidenden Finallauf geschlagen. In Berchtesgaden vor einem knappen Jahr. Ramona Hofmeister auf den letzten Metern abgefangen. Das ist die Revanche gegen Ester Ledezka. Um den Sieg, diesmal in Pampurovo. Ledezka vom Achtelfinale weg auf Blau. Ramona Hofmeister muss sich jetzt umstellen. Erstmals in diesem Rennen auf Rot. Aber Ramona Hofmeister kann Fehler korrigieren wie kaum eine andere. Auch sie wächst unter Druck. Das Problem ist, wir haben hier Michael Jordan stehen gegen LeBron James. Die können es beide. Wenn es hinten raus eng wird in der Crunch-Time. Wer macht das Rennen? Guter Start von Hofmeister. Fühlt sich wohl im roten Kurs. Bislang. Boah, ganz kontrolliert. Ester Ledezka. Hofmeister bleibt hängen, der Ausritt ebenfalls vorm Steilhang. Ramona Hofmeister, schade mit dem Fehler und sie zieht's runter. Fehlerlos Ester Ledezka. Revanche verpasst nach Berchtesgaden auch in Pampurovo. Ramona Hofmeister, schade, zweite.
Sie ist und bleibt das Maß der Dinge im Alpinboarden, Esther Ledezka. Aber Ramona Hofmeister hat sie auch schon geschlagen. Mehrmals sogar. Da ist alles möglich. Freuen wir uns auf morgen. Vielleicht kommt es ja zum Rematch zwischen den beiden. Hier in der Bodenwelle weggerutscht, rechtzeitig umgekannt, Ramona Hofmeister. Ein bisschen Vorlage hat sie gehabt. Und es ist einfach ein Vorteil, wenn man es vom Achtelfinale weg auf Blau durchziehen kann und sich eben nicht umstellen muss, wurde Ramona Hofmeister auch ein Stück weit zum Verhängnis. Der deutsche Trainer. Hupf auf. Weiß, da wäre viel möglich gewesen. Egal. Platz 2. Ganz, ganz starkes Ergebnis von Ramona Hofmeister. Esther Ledezka gewinnt das hier. Und Tsubaki Miki wird Dritte. Das insgesamt 39. Podest von Ramona Hofmeister. Es wird nicht ihr fünfter Weltcup-Sieg in dieser Saison, sondern Platz 2.